Also es ist enorm wichtig, dass wir 5G-Technologie in Deutschland einführen, flächendeckend, sehr schnell. Das ist unser vordringliches Ziel, die Voraussetzung bis 2020 geschaffen zu haben, bis 2025 den Rollout, sage ich jetzt mal, abgeschlossen zu haben. Das Geld dafür muss bereitgestellt werden, denn es ist eine eminent wichtige Infrastruktur, ein Teil dieser Infrastruktur. Und dieses Geld kann man beispielsweise aus den Versteigerungserlösen der Funkfrequenzen erzielen und dann eben nicht in den Bundeshaushalt, im Bundeshaushalt aufgehen lassen, sondern schnellstmöglich wieder beauftragen für Planung und für das Rollout. Und wir haben ja eine Regulierung dergestalt, dass nur dort gebaut werden kann und nur dann gebaut werden kann, wenn die Erschließung gesichert ist. Das betrifft zwar nicht den gesamten Baubestand, den wir haben, und da sitzt sozusagen, das ist die große Masse der Gebäude. Aber ich halte es eben für einen ganz interessanten Gedanken, wenn man sagt, unter Erschließung gesichert verstehen wir künftig eben auch Glasfaser, denn nichts anderes schafft die Kapazität für die hohe Datendurchlässigkeit. Also die Digitalisierung wird dramatische Veränderungen für die Arbeitswelt mit sich bringen. Wir werden viele Arbeitsplätze, so wie wir sie heute kennen, in der Zukunft nicht mehr wiederfinden. Aber ich bin persönlich davon überzeugt und wir in der Union sind davon überzeugt, dass wir per saldo nicht weniger Arbeitsplätze haben werden, sondern viel mehr. Nicht zuletzt deswegen, weil Deutschland sozusagen weltweit Standort Nummer 1 für Produktionstechnologie ist. Und das ist genau der Bereich, in dem Digitalisierung enorm beschleunigend wirkt. Und ich glaube, wir kriegen es hin, dort die Nase vorne zu behalten. Regulierung muss etwas nachgeführt werden. Ich sehe allerdings auch eher viel mehr die Chancen als die Gefahren. Das heißt, es wird künftig viel eher möglich sein, Homeoffices einzurichten. Und dann sind wir beim Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Aber es gibt natürlich auch Problemfelder. Wenn wir uns überlegen, ist es erforderlich, ständig rund um die Uhr an jedem Ort, an dem man sich aufhält, erreichbar zu sein? Führt das zu Stress, führt das zu Belastungen? Da muss man eben klug regulieren. Und da muss man dann auch sehr schnell die Erkenntnisse, die wir aus der Praxis gewinnen, in Regulierung umsetzen. Aber maßvoll, weil wir ansonsten die enormen Chancen, die sich für unser Land bieten, zu schnell zustellen würden. Also ich bin eher sehr optimistisch und ich glaube, das wird die deutsche Wirtschaft beflügeln. Das Thema liegt mir persönlich besonders eng am Herzen. Zusammen mit Reza Asghari, hier in unserer Region und auch darüber hinaus und nicht nur in Deutschland, bestens bekannt und bestens beleumundet. Mit Reza Asghari zusammen habe ich eine Initiative Entrepreneurship für Deutschland gestartet. Findet man im Internet, sucht Mitzeichner. Ich sehe in der Start-up-Szene enorme Chancen für Deutschland und vor allen Dingen für unsere Region. Weil wir hier im Braunschweiger Land mit hochqualifizierten Universitäten, mit hervorragend arbeitenden Fachhochschulen und solchen Einrichtungen wie beispielsweise der WEF-Akademie eben die außerordentliche Chance haben, zu sagen, die digitale Welt mit der Hardware zu verbinden und das in Startups wachsen zu lassen. Also Hightech-Startups, die auch noch einen Anteil sozusagen Hardware-Produktion dahinter haben. Diese hier anzusiedeln, ich glaube, das ist eine enorme Chance, gerade auch deswegen, weil wir in Braunschweig, im Braunschweiger Land, sehr verkehrsgünstig liegen und wir eben auch hervorragende Cluster haben. Wir sind Verkehrskompetenzregion und im Bereich Verkehr, kluger Verkehr, Smart Devices im Bereich der klugen Mobilität bieten sich enorme Chancen. Die sind auch sehr schnell übertragbar auf einen anderen extremen Wachstumsbereich, nämlich den Energiesektor. Und wir erleben es schon heute, dass das die beiden Bereiche sind, neben dem E-Commerce-Bereich, in dem wir viele Startups haben. Wie gesagt, dann bei uns verknüpft mit dem Hightech-Ansatz. Und die Regulierung, die wir dafür brauchen, muss eben außergewöhnlich einfach und unkompliziert sein. Ich habe gute Kontakte ins Baltikum, habe vor einigen wenigen Wochen hier eine Veranstaltung mit dem estnischen Botschafter gemacht. Das ist sozusagen das Musterland in Sachen Digitalisierung. Da geht vieles noch viel schneller.
Unternehmensgründungen gehen schneller. Steuererklärung ist dort wesentlich einfacher, geht digital auch viel schneller. Da können wir viel nachführen, weil es eben auch nicht so sein darf, dass wir eine analoge Administration, eine analoge Verwaltung haben und mit analogen Vorgaben die digitale Zukunft bewältigen wollen. Und auch da gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, im Übrigen auch für Startups. Und deswegen halte ich das für elementar wichtig. Wir haben eine ganze Sache, die ganze Reihe von Sachen, die funktionieren, hervorragend. Ich überlege ganz kurz und komme zum Beispiel aufs Torhaus. Ich erinnere mich ans Protohaus. Wir haben wirklich besonders flink aufgestellte Institute an der TU. Wir haben eine hervorragend aufgestellte Ostfalia. Wir haben das dort sozusagen hingekriegt, die Verknüpfung zwischen TU und Fachhochschule hinzubekommen und umzusetzen und dort eben auch in der Professorenschaft den Sinn für Startups zu generieren. Wir haben eine ganze Reihe von Potenzialen, die wir noch viel besser heben können. Also beispielsweise uns denjenigen zuzuwenden, die unmittelbar nach der Schule einen Bruch in ihrer Vita haben und dann etwas verspätet erst in den Bereich der Ausbildung einsteigen und dann in dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Ich glaube, es macht Sinn, sich auch auf diese jungen Menschen, immer noch jungen Menschen, zu konzentrieren und dort mit gezielten Förderprogrammen sozusagen das, was unmittelbar nach der Schule oder vielleicht am Ende der Schule versäumt worden ist, schnell nachzuführen. Da haben wir große Potenziale. Wenn wir uns klug darum kümmern, was machen wir mit denjenigen, die beispielsweise im Bereich der universitären Ausbildung auch mal einen Bruch gehabt haben und ein Studium abbrechen. Das ist keine Schande. Da gibt es eine Reihe von Möglichkeiten. Diejenigen, die ja über eine gut qualifizierte Vorbildung bereits verfügen und eine Reihe von Lerninhalten gehabt haben, die dann in andere Bereiche klug zu vermitteln und daraus eben Fachkräfte zu gewinnen. Und es geht eben auch um Fachkräftezuwanderung. Dafür müssen wir einfache, klar verständliche, aber auch konsequent durchgesetzte rechtliche Vorgaben haben. Also sozusagen ein Bereich im Bereich der Zuwanderungsgesetzgebung für Fachkräfte. Das heißt dann allerdings auch, wir als Bundesrepublik Deutschland suchen aus, wer für unsere Arbeitsmarktanforderungen besonders passt. Und den laden wir herzlich ein, sein Glück in Deutschland zu machen. Und das heißt eben nicht, dass jedermann einfach so mal reinschauen kann. Und dann, glaube ich, kriegen wir das hin. Und es liegt natürlich auch daran, Unternehmen, und da zähle ich eben auch auf den AGV, da zähle ich auf die Handwerkskammer, da zähle ich auf die IHK, die Arbeitgeberorganisation dazu zu gewinnen, Fachkräfte aus dem eigenen Bestand zu generieren, indem wir das Thema lebenslanges Lernen promoten. Die CDU-CSU hat die unumstößliche Absicht, Steuern nicht zu erhöhen. Da ist die Belastungsgrenze erreicht, insbesondere wenn wir Steuern und Abgaben zusammen betrachten. Nur das macht Sinn auf allen staatlichen Ebenen. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir durch eine Veränderung in der Lohn- und Einkommensteuer insbesondere die künftig entlasten wollen, und zwar um einen Gesamtbetrag von 15 Milliarden Euro, die sozusagen die Leistungsträger unserer Gesellschaft dastehen. Facharbeiter, qualifizierte Angestellte, die sozusagen im Moment sich in einem Bereich der Progressionskurve befinden und im Vergleich zu ihrem Brutto zu wenig Netto rausbekommen. Da muss diese Kurve eingedrückt, abgeschmolzen werden, damit der Leistungsanreiz erhalten bleibt. Das ist eine ganz klare steuerliche Vorstellung der Union. Und mit uns wird es solche Experimente wie Vermögensteuer mit einem abenteuerlichen Erhebungsaufwand oder Veränderungen an der Erbschaftssteuer nicht geben. Wie gesagt, auch da lohnt sich eine kaufmännische Betrachtung. Man muss die möglicherweise realisierten Einnahmen gegen den nicht abzuwendenden Erhebungsaufwand abwägen, und nicht selten ist das dann eine Nullnummer und dann versorgt man für Verdruss. Deswegen sagen wir dort in dem Bereich keine Steuererhöhung. Weil CDU, die Union, für Wachstum, sichere Jobs, Wohlstand sorgt, weil wir uns um einen starken Staat kümmern und uns die innere Sicherheit am Herzen liegt, und das zusammengefasst, weil wir für ein Deutschland stehen, in dem man gut und gerne lebt und das in der Welt geachtet ist und seine Rolle eingenommen hat.